Beim FC Barcelona droht ein waschechter Ausverkauf. Und es geht dabei nicht nur um Ronald Araujo, der jetzt ja schon seit Wochen und Monaten mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht wurde. Nein, es geht unter anderem auch um Jules Koundé, denn auch er möchte den Verein wohl verlassen. Und auch Frenkie de Jong könnte tatsächlich überraschend die Katalanen im Sommer verlassen. Zudem soll es auch um Marco Reus gehen. Da gibt es aktuell ein ganz wildes Transfergerücht. Könnte Marco Reus jetzt nach Saudi-Arabien wechseln? Und es gibt wohl einen neuen Club, bei dem Neymar bald spielen wird. Alles dazu jetzt hier in diesem Video. Vorab, lass ein Like auf das Video da und auch ein Abo auf den Kanal, um nichts mehr über die Bundesliga zu verpassen. Aber damit gehen wir rein ins erste Thema, Ausverkauf beim FC Barcelona. Genau der deutet sich nämlich jetzt in diesem Sommer an. Es gibt einige Stars, die wohl den Verein verlassen könnten, verlassen dürfen, denn der FC Barcelona, das ist jetzt wohl auch allen klar, sie müssen Gelder einnehmen. Sie müssen definitiv Kohle in die Kassen bekommen und könnte es jetzt drei Profis treffen. Einen, da muss ich nicht groß drüber reden, Ronald Araujo. Natürlich könnte er verkauft werden, denn er ist einer der potenziellen Kandidaten, die richtig Kohle in die Kasse spielen würden. Er hat einen Marktwert von 70 Millionen Euro. Die Katalanen, sie wollen 80, 90 Millionen Euro haben und mit dem FC Bayern München hätte man einen Abnehmer bereits gefunden. Es gilt eigentlich als offenes Geheimnis. Thomas Tuchel will einen neuen Abwehrboss, er will Ronald Araujo und wenn sich da bis zum Sommer nicht nochmal eine drastische Sicht bei den Bayern endet, dann könnte tatsächlich das wirklich ein Thema werden, was im Sommer dann ganz, ganz heiß wird und Ronald Araujo dann die Katalanen verlässt. Hintergrund ist auch, er wird im Sommer entweder den Club verlassen oder einen neuen langfristigen Vertrag unterschreiben und da haben wir es mittlerweile alle schon mal gehört. Mit der vielen Kohle, mit dem vielen Geld verdienen bei einem Club wie dem FC Barcelona, das ist da eben nicht drin. Und genau deswegen wird ein Abschied immer wahrscheinlicher. Ronald Araujo ist nicht der Einzige. Jules Koundé, er soll sehr, sehr unzufrieden beim FC Barcelona sein. Das berichtet jetzt die Mundo Deportivo. Das soll eben sein, weil er jetzt häufiger, genauso wie in der Vorsaison, auf der rechten Abwehrseite zum Einsatz kommt. Er möchte aber lieber in der Innenverteidigung spielen. Da lässt ihn aber sein Trainer Xavi nur relativ wenig auflaufen. Und tatsächlich muss sich Koundé dann in dieser Innenverteidigung eher hinten anstellen oder auf rechts ausweichen. Er ist deswegen sehr, sehr unglücklich und möchte vielleicht sogar den Verein verlassen. Und auch auf der Führungsetage beim FC Barcelona würde man theoretisch wohl auch dem Spieler gar nicht so viele Steine in den Weg legen, weil man hier eben auch weiß, der könnte tatsächlich auch wieder sehr, sehr viel Geld in die Kassen spielen, ähnlich wie das bei einem Ronald Araujo der Fall ist. Denn auch er hat einen ähnlich hohen Marktwert, 25 Jahre ist Jules Koundé alt, 60 Millionen Euro ist der Marktwert, Vertrag bis 2027, hier müsste man auch 60, 70, 80 Millionen Euro hinlegen, kommt eben auch so ein bisschen auf den Club an, der ihn haben möchte. Der FC Chelsea soll an ihm interessiert gewesen sein, aber wie gesagt, so richtig heiß wurde es nicht. Er wurde auch zum Beispiel beim FC Bayern München mal genannt als potenzieller Kandidat, weil er halt eben auf der rechten Abwehrseite als auch in der Innenverteidigung spielen kann. Wie gesagt, bevorzugt aber eben in der Innenverteidigung und auch er könnte jetzt hier ein Transferkandidat im Sommer werden. Bei einem, das wäre schon ein echter Hammer, das ist nämlich der nächste Kandidat, der beim FC Barcelona den Verein verlassen könnte, das ist Frenkie de Jong. Zumindest mal ist wohl eine Trennung im Sommer wirklich denkbar. Denn jetzt berichtet eben das Portal eSport Free darüber, dass Frenkie de Jong grundsätzlich wohl auch einem Tapetenwechsel offen gegenüberstehen würde. Der Hintergrund soll davon sein, er sieht eben den FC Barcelona gerade sportlich in der Champions League nicht zu den Favoriten und das würde er gerne ändern. Er würde wohl gerne zu einem Verein wechseln, wo er wirklich Ambitionen hat, die Champions League immer zu gewinnen. Ein konkreter Club wird hier definitiv nicht genannt, wie Rilevo berichtet hat und der FC Barcelona auch schon mal beschäftigt hat. Auch hier hoher Marktwert, 80 Millionen Euro, ja, langfristiger Vertrag bis 2026, bedeutet natürlich auch zeitgleich, man würde richtig, richtig viel Kohle mit ihm einnehmen. Klar, der hat auch damals einiges gekostet. 86 Millionen Euro hat man in 2019 überwiesen. Seither gibt es eigentlich schon immer permanente Gerüchte. Ja, könnte er vielleicht den Verein mal verlassen? Könnte er mal irgendwo anders hin wechseln? Ja, und jetzt könnte es im Sommer tatsächlich soweit sein. Denn de Jong, er ist unzufrieden. Das hat auch Rilevo nochmal berichtet. Sie sagen, ja, der ist unzufrieden. Gerade jetzt auch, wo Cheftrainer Xavi hinlegt, könnte es tatsächlich sein, dass Frenkie de Jong nochmal einen neuen Club sucht. Und ja, da war der FC Bayern München auch mal eine lange Zeit lang dran. Sie suchen ja einen neuen Sechser. Frenkie de Jong ist halt kein klassischer Holding-Sixer. Er ist ein zentral defensiver Mittelfeldspieler, definitiv, aber ein aufbauender defensiver Mittelfeldspieler. Also er hat nicht so viel Zug nach vorne, lässt eher den Spielaufbau von hinten raus, lässt sich gerne mal in die Abwehr reinfallen. Von daher schon defensiver als jetzt ein Kimmich oder auch als ein Leon Goretzka, aber eben kein klassischer Abräumer, wie das ein Palinha oder sonst wer ist. Von daher wäre das grundsätzlich vielleicht ein Thema bei den Bayern. Er würde eigentlich nicht in dieses Spielerprofil passen, was man sucht. Wenn einer dieser drei oder alle drei Stars natürlich den Verein
verlassen würden, da wäre er schon richtig Feuer jetzt im Sommer drin. Man hätte dann aber natürlich fast 200 Millionen Euro, die der neue Trainer vielleicht teilweise zumindest ausgeben könnte. Das darf man auch nicht vergessen, denn ein neuer Trainer, der kommen wird, sei es ein Hansi Flick oder wer da sonst so alles genannt wird, der möchte natürlich auch Spieler holen und da könnten natürlich solche Millionen, die könnten da richtig gut tun. Das soll es zum Ausverkauf vom FC Barcelona gewesen sein. Mehr dazu natürlich in den nächsten Wochen. Dann gehen wir rüber zu Borussia Dortmund. Marco Reus. Es ist eigentlich fast unvorstellbar, dass Marco Reus irgendwann mal nicht mehr für Borussia Dortmund aufläuft, aber das könnte früher sein, als tatsächlich viele von euch jetzt denken, denn er hat zwar gestern von Anfang an gespielt, mal wieder in der Startelf gestanden, trotzdem sein Vertrag läuft zum Saisonende aus und aktuell sieht es nicht so aus, dass man natürlich irgendwie hier mit ihm weiter plant. Gio Reyna soll im Sommer gemeinsam mit Felix Netscher eigentlich so ein bisschen die Nachfolge von Reus antreten. Man möchte alte Zöpfe abschneiden und das Problem, was eben jetzt auch so ein bisschen bei den Dortmundern rausklingt, er verdient eben relativ viel bei Borussia Dortmund. Das soll eben auch den Bossen ein Dorn im Auge sein. Deswegen möchte man Reus vielleicht nicht über den Sommer hinaus halten. Da gab es Gerüchte um eine Gladbach-Rückkehr. Jetzt berichtet das spanische Portal Viacchess tatsächlich über ein Interesse aus Saudi-Arabien. Demnach würde man tatsächlich Marco Reus gerne 20 Millionen Euro netto aus Saudi-Arabien zahlen, ihn so gerne in die saudische Liga holen. Man weiß natürlich, 34 Jahre alt, ein älterer Profi, er könnte sich vielleicht auch nochmal einen Auslandsaufenthalt vorstellen und da kommt natürlich Saudi-Arabien immer wie gerufen, 20 Millionen Euro netto, 40 Millionen Euro brutto sind das hier in Deutschland, das verdient kein einziger Profi in der Bundesliga. Ich glaube, der bestbezahlteste Profi hier in der Bundesliga müssten so bei 25 Millionen Euro brutto sein, Harry Kane, und er würde ja dann fast das Doppelte wie ein Harry Kane verdienen. Also das ist richtig viel Geld, aber die Frage ist natürlich, hat Marco Reus irgendwelche Tendenzen nach Saudi-Arabien zu wechseln? Ich persönlich weiß es nicht, ich könnte es mir jetzt persönlich nicht vorstellen, dahin zu wechseln. Er hat eine junge Familie, eine Frau, Kinder, weiß ich nicht. Die sind aber alle noch sehr, sehr klein. Vielleicht für ein, zwei Jahre nochmal die Taschen voll machen. Auch das wäre möglich. Wie gesagt, bislang gibt es da keine Bestätigung seitens der deutschen Medien. Aber wenn Marco Reus hier im Sommer den Verein verlassen sollte, sich einen neuen Club sucht, wird er natürlich sich auch mit einem potenziellen Wechsel nach Saudi-Arabien beschäftigen müssen. Wo seht ihr Marco Reus in der nächsten Saison? Da eure Meinung, eure Einschätzung gerne in die Kommentare. Und damit kommen wir eigentlich schon zum letzten Gerücht. Wir bleiben direkt in Saudi-Arabien. Superstar Neymar hat aktuell einen Kreuzbandriss und jetzt ist wohl auch schon alles klar, wie es nach seiner Zeit in Saudi-Arabien weitergeht. Es wurde es quasi schon vermeldet, der Wechsel ist offiziell, vielleicht habt ihr es bei den Kollegen von Kick11 schon gesehen. Neymar wird wohl nach seinem Aufenthalt bei Al-Hilal in Saudi-Arabien seine Karriere wohl nicht beenden. Nein, das hat nämlich jetzt der Boss seines Jugendclubes, dem FC Santos, gegenüber dem ESPN gesagt, ja, es wird wohl auf eine Rückholaktion von Neymar alles hinauslaufen. Nach seinem Vertragsende in Saudi-Arabien, was 2025 der Fall sein soll, dann soll Neymar Junior nochmal die Schuhe für den FC Santos schnüren und dann quasi im hohen fußballerischen Alter, wobei da ist er gerade mal 33, 34 Jahre alt, doch nochmal in der brasilianischen Liga auf Torjagd gehen. Das möchte man wohl. Natürlich wird er da nicht ansatz so viel verdienen wie bei Paris, wie bei Barcelona, wie bei Al-Hilal. Aber ich denke, man wird ihn gerade in Saudi-Arabien die Taschen so dermaßen voll machen, dass er dann auch nicht mehr auf die großen Gelder von Santos angewiesen ist. Also anscheinend ist die Zukunft von Neymar schon klar. Der Transfer wurde quasi hier schon öffentlich verkündet und ich bin sehr gespannt, ob es dann wirklich dazu kommen wird. Das dazu, falls ihr nämlich dazu was gehört habt, dann wisst ihr jetzt die Wahrheit rund um Neymar. Das soll es von mir gewesen sein. Wir hören uns die Tage. Bis dahin, Leute. Ciao.